Warum gibst du 60 Euro dafür aus, dass du ein 60 Euro PSN-Guthaben hast? Geh einfach auf ineba.com. Schau dir an, welche PSN-Karte du haben willst. Schau dir an, welches Spiel du haben möchtest. Für eine 50 Euro PSN-Karte zahlst du über 12 Euro weniger mit dem Code Chappy. Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Das heutige Video, und ich kann es euch garantieren, ist eines der witzigsten und eigentlich traurigsten Videos, die ich je gemacht habe. Heute, wenn ich das aufnehme, ist gestern. Also wenn ihr es heute seht, ist heute gestern. Also ihr versteht, was ich meine. Hä? Das hier nehme ich auf am Mittwoch. So, ja. Und heute war das COD-Reveal für die ganzen ausgewählten YouTuber und Streamer. Haptic war dabei, Massi war dabei. Kann man von halten, was man will, warum Massi da ist. Aber gut, ein paar große amerikanische YouTuber, alles Mögliche. Und der Hype, den dieses Game jetzt schon erzeugt hat, mit diesem 2 gegen 2 Game Battle, wo sich die beiden CODler komplett nur gegenseitig angeschrien haben, Courage war das, glaube ich, ist heute gewesen. Das heißt, die Jungs konnten endlich mal wirklich einen Blick in die Multiplayer werfen und alle haben eigentlich erwartet, dass das heute wirklich mega wird. Ne? Ich habe auch erwartet, Haptic twittert heute den ganzen Tag und sagt hier, ganz geil, ihr werdet Spaß haben und und. Man muss bedenken, bei Black Ops 4, was ein Reinfall ist, und das sehen ja jetzt nun nicht nur ein paar, es sehen ja sehr viele so, hat er am Anfang, als viele schon gesagt haben, ey, da gibt's echt Probleme, das wird nicht so gut, da hat Haptic schon am Anfang noch gesagt, ey, ja, cooles COD und so. Und heute twittert er und alle seine Tweets, ich habe die euch auch für euch hier eingeblendet, die sind hier rechts oder links über mir, ich guck mal, wo ich's hinmache. Er schreibt nur solche Sachen wie, okay, Leute, seid nicht zu böse auf Infinity Ward, es ist ja nicht alles schlecht. Das ist so geil, weil heute war die Chance für Infinity Ward mit Activision zusammen, das neue COD von der besten Seite zu präsentieren. Und gelinde gesagt, das hat nicht ganz funktioniert. Das ist so geil. Ich habe mir das den ganzen Tag während der Arbeit ein bisschen gegeben und eigentlich wollte ich heute das Video vorbereiten. Ich wollte euch alles einmal zusammenfassen, was wir an coolen Sachen gehört haben übers Neue. Denn wenn ihr das Video heute seht, 2-3 Stunden später, wird es so die ersten YouTube-Videos von den Leuten vor Ort geben mit Ingame-Inhalten. Und heute ist es jetzt nun mal anders gekommen, deshalb kriegt ihr jetzt eine Zusammenfassung von den größten Fails von dem neuen COD, ohne dass ihr auch nur eine Sekunde davon gesehen habt. Doch, ich habe ein bisschen was gesehen, denn einige haben kurze Videos gedreht, darauf konnte man schon sehen. Das allererste, es gab dieses Gerücht und vielleicht erinnert ihr euch daran, ich glaube, ich war einer der allerersten, der das aufgefasst hat, und zwar, dass in Modern Warfare keine Minimap da ist und ich wurde von allen Seiten angegriffen und ich wurde mit verbaler Scheiße beworfen, was ich mir da ausdenke. Tatsache ist, es gibt keine Minimap. Sie ist einfach raus. Warum das so ist, keine Ahnung. Hat, glaube ich, keiner nachgefragt. Auf jeden Fall konnte man das auch in einigen Gameplay-Aufnahmen sehen. Haptic hat das getwittert und andere. Es gibt keine Minimap, es sei denn, ihr habt eine Drohne erspielt. Jetzt sagen vielleicht einige, okay, muss ja 3-4 Kills für eine Minimap machen. Das nächste Problem ist ja, ihr wisst ja, wie schnell in Black Ops 4 so eine Drohne vom Himmel verschwindet. Manchmal kann die nur einmal anzeigen, wo ein Gegner ist und ist sofort weg, vom Raketenwerfer geholt. Stellt euch mal raus. Auf ein, dass dasselbe wieder passiert. Nur diesmal, wenn die Drohne runter ist, hat man gar kein Radar mehr. Das ist also eine der ganz speziellen Neuigkeiten. Haptic hat dazu sowas geschrieben wie, warum wird immer irgendwas geändert, wonach keiner fragt und was keiner will? Finde ich auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Das wird nämlich super. Killstreaks statt Punktestreaks. Das heißt, wir kriegen für eine Drohne keine Assist-Punkte mehr, die auf unsere Killstreak dazugehen, sondern wenn wir einen Kill machen, kriegen wir einen Punkt. Wenn wir eine Flagge einnehmen, kriegen wir entweder nur einen halben oder gar keinen. Und die Leute bewegen sich ja schon in einem Spiel wie Black Ops 4 sehr, sehr wenig. Das haben ja viele von euch schon festgestellt. Die bewegen sich einfach wenig, weil sie, ich weiß gar nicht warum, es gibt keinen Grund, sich in einem COD nicht zu bewegen. Aber in Black Ops 4 machen es schon sehr wenige nur. Und da haben sie eine Minimap, eine Karte und alles. Jetzt haben wir keine mehr. Es wird das reine Campfest. Und ich schwöre es euch, und das ist kein Witz, es wird ein Campfest geben. In WW2 war das schon zu beobachten. Da gab es diese Divisionen mit einem Störer. Und ich habe jedes Mal, wenn Gegner irgendwo bei sich so ein Störsignal auf der Karte hatte, ist der wie so ein Bot stehen geblieben. Und das werden wir bei Modern Warfare auch haben. Viel zu große Karten, so wie es ausschaut, ohne Radar. Ganz viel Spaß dabei. Ich glaube nicht, dass das witzig wird. Die zweite Sache. Friendly Fire ist an, aber nicht im Hardcore-Modus, wo man es kennt, dass man auf einer coolen Streak ist und irgendein Bimbo mit Haptic im Clan-Tag oder sonst was oder Chappy im Clan-Tag schießt einen auf einer 20er-Gun-Streak ab, weil er der Auffassung ist,
man seinen Gegner oder weil er nur abfacken möchte. Und im Modern Warfare wird es in jedem Modus sein, in Hardcore und im normalen Core-Modus, dass man Teammates töten kann. Das haben einige heute zu ihrem Leidwesen so erfahren müssen. Einer aus dem Carnage-Clan Dexbot schrieb, jo, ich hatte eine Drohne oben, hab trotzdem Teammate getötet. Warum man das jetzt macht, keine Ahnung. Im Competitive-Bereich ist Friendly Fire an, das ist in Ordnung. Aber wir reden von zwei verschiedenen Sachen. Es gibt einmal Competitive und einmal Public, einmal öffentlich. Warum man auf die Idee kommt, da Friendly Fire anzumachen, es sprengt den Rahmen meines Verständnisses. Aber es gibt ja auch gute Sachen an dem Ganzen. Einige Maps sind nur mit Nachtsicht ordentlich zu sehen. Das heißt, so wie Hacienda Twilight oder Zwielicht auf Deutsch, warum auch immer es so schlecht übersetzt ist, da haben wir es ja so, dass die Karte so dunkel ist, dass man, sobald man in der Hacienda drin ist, in dieser großen Villa, kaum noch was sehen kann. In Modern Warfare wird es so sein, dass einige Maps eine zweite Version haben, die eben auch bei Nachtsicht dann so ist. Wie das nachher aber sichtmäßig umgesetzt wird, ich bin sehr, sehr skeptisch, Jungs, denn bei Black Ops 4 hat es Activision mit dem Spieleentwickler nicht gut hingekriegt, dass es ordentlich aussieht. Und ich glaube auch nicht, dass sie es jetzt gut hinkriegen. Das heißt, wir haben kein Radar, es wird sich wenig bewegt. Das Einzige, was die Leute die ganze Zeit sagen, der Waffensound ist cool. Das ist natürlich das Wichtigste an einem COD. Denn wenn der Waffensound nicht gut ist, wisst ihr ja alle, ist das ganze Spiel automatisch auch nicht gut. Nein, doch. Das war Ironie übrigens. Massi ist auch eingeladen. Ich habe ja schon gesagt, ich verstehe nicht ganz, warum der Heini dazu eingeladen wird. Ihr kennt ja meine Meinung zu einigen Leuten. Haptik ist cool. Massi ist für mich... Naja, lassen wir das auf jeden Fall mit seinen, ich glaube, 6 Videos, die er in COD dieses Jahr gemacht hat. Oder lass es 8 vielleicht sein. Der ist eingeladen und hat getwittert, was auch wieder passt. Ja, könnte einigen gefallen, könnte einigen nicht gefallen. Spielt sich wie Rainbow Six und Counter-Strike. 1:1, was unglaublich viele gesagt haben, nachdem dieses 2 gegen 2 Event online gegangen ist. Mit Courage und den anderen 3 Peoplen da. Es spielt sich langsam, es spielt sich eher robotisch. Es hat eher so Ghost-Auswüchse bei dem Ganzen. Darauf wird es hinauslaufen. Morgen oder heute, je nachdem, werden wir auf jeden Fall sehen, wie es sich nun für die YouTuber vor Ort angefühlt hat. Aber ich habe noch nicht einen von den YouTubern gesehen, die bisher positiv darüber berichtet haben und gesagt haben, krass, wird geil, ich hab Bock, geniale Neuigkeiten. Und das Beste ist, morgen um 19 Uhr werden wir auf sehr vielen Kanälen relativ gleichzeitig, auch bei Haptic, da kann ich es euch empfehlen, weil der verpackt das wenigstens noch witzig, könnt ihr die Livestreams sehen für einige Multiplayer-Runden, vermute ich mal. Dann habe ich mir diese Liste, die blockt jetzt auch mal kurz auf, einmal angeguckt, wer denn alles als CODler und OG und wirklich Player aus der letzten Vergangenheit dort als Streamer auftritt. Und da haben wir Myth, ja, der Fortnite-Spieler. Da haben wir King Richard. Ihr erinnert euch an die Story. Er hat sich für tausende Dollar Designs für seinen Twitch-Kanal machen lassen, hat unglaublich viel Kohle und hat einfach gesagt, ja, nee, ich zahle meinem Designer doch keinen Cent. Es gab einen riesigen Ärger darüber. Er hat seinen Kanal dicht gemacht. Der hat die letzten, ich weiß nicht, 10 Jahre eine Runde COD gespielt, ist reiner Fortnite-YouTuber. Der ist auch als COD-Streamer dabei. Myth ist dabei. Dequan, das ist dieser Woogie Woogie-Fortnite-Spieler. Der streamt auch COD. Also, ihr seht, die Crème de la Crème, der COD-Spieler, nicht der Fortnite-Spieler, Stream COD. Ja, davon könnt ihr halten, was ihr wollt. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich wollte wirklich ein positives Video machen. Ich habe wirklich Lust drauf gehabt, so auf die einzelnen Dinge einzugehen, die neu sind, die Spaß machen, die uns gefallen könnten. Und nachdem ich das alles heute gelesen habe und das alles durchgefiltert habe, bei Twitter bin ich da sehr aktiv heute gewesen und bei Instagram auch, muss ich euch ganz ehrlich sagen, ich hatte Hoffnung. Die Hoffnung ist immer noch ein bisschen da. Es ist nicht so, dass ich alle Hoffnungen schon in die Tonne getreten habe, aber ich habe das dumpfe Gefühl, dass wir hier in eine ganz dunkle Welt aktuell abdriften. Und dazu kommt dieses Damokles-Schwert, was wir ja immer noch haben. Und zwar, es wird keinen Season Pass geben. Alle Maps, die nach dem Launch für Modern Warfare ins Spiel kommen, wurde angekündigt, werden frei sein. Wenn ihr jetzt überlegt, wie viel Kohle da flöten geht für Activision. Und wir haben in den letzten Jahren eins gelernt. Activision will seine Kohle haben. Und egal auf welche Art und Weise, dann wird es irgendein System geben, was uns Spieler das Genick beim Zocken bricht, damit die Jungs da drüben ihre fetten Boni einkassieren können und genug Kohle machen. Es wird irgendetwas geben, womit sie die Kohle wieder reinhauen. Und da die Spiele schon zum Vorbestellen sind,
für den normalen PlayStation 4 AAA-Titelpreis, also 60 oder 70 Euro, werden sie daran nicht viel mehr verdienen. Es wird also irgendwie, und ich weiß noch nicht wie, ich kann mir noch keine kranke Art ausdenken, wie es ablaufen wird, aber es wird eine geben. Activision wird es hinkriegen, Infinity Ward aufzudrücken, Leute, da, da und da, so wollen wir die Kohle machen. Ob das nachher mit Waffen ist, ob es wirklich irgendwann kommt, dass man für 100 Multiplayer-Matches Tickets kaufen muss, damit man spielen kann, ich kann es euch nicht sagen. Vielleicht wird es den Battle Royale-Modus als Extra-Titel geben für nochmal 60 Euro. Ich bin wirklich nicht sicher, auf was es am Ende hinausläuft. Aber ich kann euch eins sagen, unabhängig davon, was wir nun bei den einzelnen Streamern oder Videos morgen die nächsten 2-3 Tage vom Multiplayer-Game sehen, es sieht ganz schön düster aus. Und das habe ich bei WW2 gedacht und da habe ich gedacht, gut, Black Ops 4 steht vor der Tür. Unglaublich Hoffnung gehabt, dann war Black Ops 4 da und ich habe mir gedacht, okay, du bist schon wieder verarscht worden. Und jetzt, so die letzten Wochen, hat sich die Vorfreude bei mir breit gemacht. Aber ich muss euch sagen, und das ist meine ehrliche Meinung, das ist auch keine Drohung oder sonst was, COD steht absolut am Scheideweg. Und wenn sie es dieses Jahr wieder verhauen, und das schwöre ich euch, werden wir wieder mehr Spieler verlieren als die letzten Jahre schon. Die Umsatzerlöse gehen hoch durch die ganzen Mikrotransaktionen, aber die Spielerzahlen sinken dramatisch. Und das sind Spieler zum Teil, die wir nicht mehr gewinnen werden. Und ich kann es auch nicht mehr hören, dass Leute sagen, dass Fortnite tot ist. Fortnite, ihr müsst euch vorstellen, wir haben Fortnite-YouTuber, die für Call of Duty jetzt, weil sie die größte Reichweite haben, ein Spiel streamen, was sie selber gar nicht können oder kennen. Also Leute, in dem Sinne, das wird interessant die nächsten Tage. Ich werde euch auf dem Laufenden halten, aber es tut mir leid, ich kann das alles nur noch mit Galgenhumor nehmen. Es werden Dinge geändert, die wir nicht geändert haben wollen und die Community und jeder Einzelne von euch gemeint, wenn ihr euch anguckt, wie viel Feedback auf Twitter und Instagram seit 3 Jahren oder 4 Jahren zu Activision geht und bisher wurde 0,000% davon übernommen, dann frage ich mich, was das Ganze soll. Aber in diesem Sinne, ich wünsche euch ganz viel Spaß. Guckt euch selber an, was ihr davon haltet. Vielleicht feiert ihr das ja auch, wenn die Leute sich wenig bewegen, die Maps viel zu groß sind und man nicht weiß, ob man Battlefield, Rainbow Six oder sonst was spielt. Die nächste Neuerung, die fehlt, ist im Prinzip nur noch wie bei Fortnite, einfach eine Rampe bauen, wenn jemand schießt. Wäre auf jeden Fall cool. In dem Sinne, lasst ein Like da, meine Freunde. Ihr könnt mir auf Twitter und Instagram auch gerne folgen. Würde mich drüber freuen. Und ich bin raus. Haut rein.